hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid und mir zuhört. Heute möchte ich euch kein aufgebrauchtes Video machen, sondern ich zeige euch mal, was ich so in letzter Zeit alles an Deko für meine Wohnung gekauft habe. Basiert nicht auf Vollständigkeit, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was auch übersehen habe. Aber ich denke, das Wichtigste ist dabei. Vor kurzem war ich in Dresden. Da war ich beim Primark. Habe natürlich dort vor allem Kleidung gekauft. Und was hatte ich noch? Schuhe. Und für die Wohnung etwas. Primark. Solche zwei hübschen Körbchen. Einmal ein größeres, ist innen so mit Stoff, schwarzer Stoff innen drin und außen so kupfer-goldfarbenes Metall. Einmal groß, einmal in klein. Das ist total süß. Also ich habe es gesehen und war sofort verliebt und das musste dann auch mit. Und zwar kommt es in mein Bad. Mein Bad ist so in Marmor, schwarz, bisschen Gold und jetzt soll noch so ein grünen Farbtupfer noch reinkommen. Und die wollte ich gern für, hier sollen die Zellstofftücher rein. Gibt es ja diese Päckchen, wo man das dann so rauszieht. Kommt es. Und in das sollen die Feuchttücher. Das steht dann so im Regal. Da kann man dann immer tipp, alles rausziehen. Genau. Das war der Primer. Dann beim Depot habe ich auch ganz nette Sachen gekauft. Und zwar dieses Set für Flüssigseife. Und dann noch den passenden Behälter dazu. Ist beides aus Glas und zu grün getönt. Und das fand ich so edel und so schön. Ich werde jetzt auch ein bisschen schauen, dass ich mehr so grüne Handtücher mir kaufe. Und das vielleicht noch passend dazu. Das Glas sehr massiv. Oben Gold, der Seifenspender. Und der passende Behälter dazu mit Deckel. Ich werde es aber so machen. Ich finde es halt schade, dass der Deckel ist weiß, also durchsichtig und das ist grün getönt. Ich hätte es beides gern. Aber das kommt bei mir eh so hin. Und dann kommen da die Pinsel und Mascara und so rein, was dann so im Bad immer so rumfliegt. So schön. Genau. Und dazu passen diese zwei Pelikane. Einmal, zweimal. So Deko zum Einstauben. Aber die mussten auch noch mit. Die fand ich so süß. Die sind so richtig schön. Genau, die passen dann auch sehr gut dazu. Das habe ich beim Depot. War das Depot? Ja, genau, beim Depot gekauft. Ach, da habe ich noch dieses auch noch mitgenommen. Das sind so Garderoben haben, runde Knöpfe, die sind mit Samt bezogen. Da fand ich ganz nett. Die kommen bei mir in den Flur, den Eingangsflur und so führt. Ich werde es wahrscheinlich so ein bisschen weit runterhängen, für die Taschen eher so. Weil für die Jacken habe ich schon etwas. Und das ist so in Bordeaux, grau und weiß, wie ich. Und das war sogar halber Preis. So kam original 14,99 und war dann für einen halben Preis zu haben. Da habe ich das auch noch mitgenommen. Dann habe ich auch noch beim Nana zugeschlagen. Da habe ich einmal diese Regale mitgenommen. Das ist so ein 1, 2, 3, 4er Set.
Also das große, dann gibt es noch das längliche und da sind noch die zwei kleinen. Kann man dann je nach, wie man es selber möchte, an der Wand befestigen. Ich werde wahrscheinlich das Holz da drin noch streichen. Entweder auch in Schwarz oder Gold, mal schauen. Und für, weil das gerne für so kleine Kakteen verwenden, kleine Grünpflanzen, wie es halt jetzt der Trend ist. Genau. Und dann habe ich beim Nanunana mir diesen großen Korb noch mitgenommen. Ah, der ist so schön mit dem Fell da drumherum. Der war reduziert. Der war ursprünglich 19,95 und der war so auf 10 Euro irgendwie. Und der soll so ins Regal rein. Irgendwo. Ich wollte ihn erst so für Wäsche auf die Waschmaschine stellen. Für die Wäsche. Aber das passt nicht so in mein Bad rein. Weil das Bad ist eher so edel und das ist ja doch sehr rustikal. Aber in meinem Essbereich, das werde ich euch auch zeigen, da kommt bald eine ganz neue Vitrine rein. Die habe ich schon bestellt und da werde ich das dann so reinstellen. Da passt das ganz gut. Und wahrscheinlich kommen da dann die Geschirrtücher und so rein. Mal schauen. Genau. Und dann habe ich auch beim Nanunana dieses Set mir geholt. Das ist ein Tablett mit drei so Ständern. Schwarzen Kerzen und drei Größen. Ist auch ganz nett. Und das kommt in mein Schlafzimmer. Genau. Weil mein Schlafzimmer ist auch so dunkle Wände. Wenn ich mal Zeit habe, mache ich euch mal eine Roomtour. Wahrscheinlich werdet ihr da staunen. Dunkle Möbel, schwarze Wände und dann ist es in Blau, Gold. So die Farben, aber so ein gedecktes Blau, also nicht so ein strahlendes Blau, ne? Gedecktes Blau mit Gold und das soll dann auf der Kommode mitstehen. Also das finde ich schön. Genau, das war halt, jetzt haben wir noch, da habe ich noch ein paar Sachen, die habe ich mir aus Dresden auch noch mitgebracht und zwar einmal so ein Dekopilz. Das ist oben Keramik und unten Holz. Und die kann man sehr schön zum Dekorieren mit hernehmen. Also zum Beispiel im Herbst und Winter sehr schön, sogar auch Weihnachten. Also kann man so die ganze Jahreszeit hernehmen. Den fand ich so schön. Dann habe ich mir wieder die Räucher. Duftkerzen mitgebracht. Das sind halt diese Knox. Das sind also die Original Dresdner. Da habe ich einmal den Tannenduft. Das sind halt die richtig traditionellen. Wie gesagt, es ist immer besser, habe ich euch schon in einem anderen Video gesagt, immer ein Jahr vorher kaufen. Also die sind jetzt schon für nächstes Weihnachten. Tannenduft und das ist so Dresdner Weihnachtsduft, das ist so eine Mischung, da ist von jedem was drin. Und dann habe ich mir auch erzgebirgische Schnitzkunst mitgenommen. Und zwar, ich hätte es ja schon mal auspacken können, so kleine, wo ist denn der Eingang da? So kleine Kirche. Okay. Gibt es auch die Schwibbögen, Pyramiden und so kleine Korenten. Und ich habe ja schon einige Teile und das habe ich mir jetzt so zum Ergänzen noch mitgebracht. Wird natürlich erstmal weggepackt und kommt nächste Weihnachten wieder zum Vorschein. Genau. Das war's erstmal. Ich zeige euch dann jetzt das nochmal alles aus der Nähe. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen.
So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Neuigkeiten für meine Wohnung. Und ja, schaut wieder vorbei. Ich freue mich darauf. Vielleicht gibt es einen Daumen nach oben oder abonniert mich, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und ja, genießt das Leben, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, schaut wieder vorbei. Ciao!